Hallo Leute, heute werden wir wieder kreativ. Wollt ihr solche Fotos machen oder zum Beispiel solche Fotos? Dann seid ihr hier genau richtig. Ich zeige euch in meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung genau, wie ihr solche Fotos auch selber erstellen könnt. Wir benutzen dazu das Software-Tool Lightroom, eine Kamera und alles weitere erfahrt ihr nach dem Intro. Als Unterlage brauchen wir zum Beispiel einen Spiegel, für den Hintergrund eine farbige Pappe oder auch eine schwarze, natürlich das Corpus Delicti, in dem Fall eine Glühbirne, sowie etwas, womit wir die Glühbirne hinstellen können. Knete würde auch funktionieren. Eine Gießkanne oder eine Flasche Wasser und natürlich eine Kamera, die auf einem Stativ befestigt ist. Die Regler am Objektiv stellen wir auch manuell bzw. off. Und bei der Kamera aktivieren wir den manuellen Modus, um die Blende und die Verschlusszeit manuell einstellen zu können. Die Kamera selber ist mit einem langen Kabel mit dem externen Blitzgerät verbunden, damit wir die Glühbirne seitlich anblitzen können. So sollte der Aufbau ungefähr aussehen. Nachdem wir nun die Belichtung und die Blitzstärke richtig eingestellt haben, müsste das Foto ungefähr so aussehen. Und es beginnt das Fotoshooting. Nach dem Fotoshooting machen wir eine Auswahl und schauen uns nacheinander die Fotos an. Wir wählen uns das beste Foto heraus und fangen nun mit der Bearbeitung an. Zuerst stellen wir das Foto ein wenig frei, schneiden es also so zurecht, wie es uns am besten gefällt. So, das sollte schon ganz gut passen. Im nächsten Schritt verändern wir noch die Tonwertkorrektur, nämlich ein bisschen kraftvoller das Ganze. Dadurch kriegt das Bild doch ein bisschen mehr Kontrast schon mal. Wir arbeiten auch mit der Klarheit. Wir erhöhen also die Klarheit ungefähr auf ruhig ein bisschen höher auf 48. Auch die Dynamik kann erhöht werden. Die Sättigung ziehen wir auch weiter nach oben, um einfach ein bisschen mehr Farbe in das Foto reinzubekommen. Als nächstes gucken wir uns die Lichter an. Auch hier erhöhen wir ein wenig die Lichter und auch die Tiefen ziehen wir ein bisschen weiter nach vorne, dass die Tiefen ein bisschen, also die dunklen Farbtöne ein bisschen heller werden. Im nächsten Schritt gibt es noch eine Vignette, um die Ecken abzudunkeln und natürlich vergessen wir auch nicht, das Foto als solches zu schärfen. So sieht doch schon mal das Foto ganz gut aus. Um jetzt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Pfiff zu geben, kann man auch zum Beispiel noch mit den Farben arbeiten, indem wir eine Teiltonung durchführen. Wir könnten zum Beispiel bei den Lichtern auf ein Gelb gehen. Und bei den Schatten, also bei den dunklen Farben, wegen dem Hintergrund, würde ich mit einem Blau arbeiten zum Beispiel. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Wenn man sich das anguckt, der Vergleich, vorher, nachher, nochmal vorher, nachher, kann man doch einen deutlichen Unterschied erkennen. Und hat euch dieses Video gefallen? Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Abonniert meinen Kanal und bleibt fit und gesund. Tschüss!